Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in Train Driver 2. Wir schauen uns ein neues Stellwerk an, das jetzt für alle verfügbar ist. Und zwar ist es Murki. Und das werden vermutlich so einige Fahrdienstleiter hassen und nicht spielen wollen. Aus dem Grund, was wir jetzt hier gerade im Hintergrund hören. Mehr dazu gleich später. Das da ist unser Stellwerk. Murki wurde von Matix78 und Ripson erstellt, sowie von MKWitkowski. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kleineres Stellwerk ab Level 2 verfügbar, über SCS gesteuert. Und für alle Freunde des SOBs natürlich haben wir da auch entsprechend zwei Bahnübergänge. Okay, das ganze Stellwerk bzw. der Bahnhof ist einem realen Bahnhof nachempfunden, und zwar Bogusko Gorse Zachot. Hundertprozentig falsch ausgesprochen. Wir haben zwei Hauptgleise hier, jeweils mit einem Perron und einem Ausweichgleis. Das ist das, auf dem ich hier gerade stehe, was der Perron hier hinten weiter versetzt. Wir haben auch hier oben ein bisschen Rangiermöglichkeit. Da haben wir hier ein Abstellgleis mit dieser Rampe. Und auch hier hinten könnte man was abstellen. Hier hat es Handweichen. Und hier ist auch der Spawn für die SM42 bei diesem TM5. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz das Stellwerk an sich an. Hier gibt es nicht sehr viel zu sehen. Wir haben das altbekannte Pult, können entsprechend hier raussehen. Auch in die Richtung haben wir auch das Signal hier soweit im Blick. Wir können schauen, was hier da die SM42 hier hinten anstellt, wenn denn eine da wäre. Und dann das Allerschlimmste. Diese Baustelle da. Schaut euch das mal an. Warum hat man das direkt in dem Stellwerk hier platzieren müssen? Ich meine, Baustelle ist ja schön und gut, aber die ganze Zeit dieses Geräusch da drin haben. Das ist furchtbar. Da muss man sich ja wegstellen. Wir gehen mal auf den Bahnsteig. Dafür hat es ja Gott sei Dank ihren eigenen Spawn. Da hört man das natürlich auch noch sehr gut. Das ist so das Hauptbahnhofsgebäude mit dieser Baustelle. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob ich hier auch rein kann. Aber sollte eigentlich. Ja. Ich glaube, es gibt kein nervigeres Geräusch in TT2 als wie das hier. Und dann haben wir das hier auch noch mehrfach. Why? Hätte man das einfach nur Baustelle lassen sein können? Ich glaube, ich werde das dann im Edit entsprechend hier mal leiser machen, damit wir das hier nicht die ganze Zeit im Video haben. Ja, eben hier die zwei Bahnsteige, da hinten der andere. Ist ein bisschen gefährlicher Übergang, wenn man hier auf die andere Seite kommt. Schauen wir uns mal ganz kurz an, ob wir was Tolles hier hinten sehen. Nicht so wirklich. Nehm's zurück. Why? Warum ist hier eine random Kuh und eine Katze? Ich werde das als Easter Egg Nummer 1. Bei der Baustelle ist vielleicht Easter Egg Nummer 2, auch wenn man es sofort sieht. Warum ist hier eine Kuh? Okay, nachdem ich jetzt hier gerade schon die Kuh gefunden habe, möchte ich mal kurz hier oben gucken, ob da sonst noch irgendwas ist. Ja, da haben wir Lidl. Für die Mittagspause hätten wir es dann nicht weit. Bist du? Sieht aus wie ein Stellwerksgebäude. Okay. Ansonsten hier nichts Interessantes. Okay, gehen wir nochmal ganz kurz zurück zum Stellwerk. Da gibt es noch eine Sache, die ich euch zeigen möchte. Gehen wir hier nochmal kurz raus. Dankeschön. Falls ihr euch wundert, da hinten steht ein Dude. Hier bei diesem Abstellgleis, hier Ausziehgleis, je nachdem. Und entweder macht er da irgendwas an dieser elektrischen Box und hoffe, er macht es nicht kaputt. Oder schaut sich da hinten diesen Van an. Wenn ihr euch das mal kurz anschaut, also entweder die Box da oder der Van. Nach dem Motto, wir werden hier irgendwie überwacht oder so. Da geht auch die Bundesstraße darunter. Ach ja, in die Richtung sind es ungefähr 2560 Meter, bis der magische Wald kommt. Und in die andere Richtung sind es 3200. In die Richtung runter könnt ihr circa 100 fahren. Und in die Richtung sind es 90. Damit ich das mal gesagt habe. Okay, da ist der Van und ansonsten ganz viel nichts da. Außer Windkraft. Okay. Wir haben auch noch den Spawn J. Das ist hier auf diesem Gleis da. Also wenn ihr da einen Zug reinschickt,
Schaut, dass vorher das Bauen aus ist. Also einfach, dass ihr das wisst. Ist halt euer Parkgleis hier. Und dann haben wir hier noch einen Güterspawn. Und der ist, jetzt muss ich mal schnell ein SS aufmachen, in Murgi Kopalnia. Das ist der ganze Güterbereich von dem Bahnhof. Und da haben wir ebenfalls einen kleinen Spawn, wo man hier auf Schnellreise runter können. Das ist quasi hier die Einfahrt. Das sieht schon ein bisschen verlassener aus. Da hinten geht es zum Bahnhof raus. Hier ist 40 angesagt. Da ist die Hauptstrecke. Hier geschützt vom Wald. Und wir laufen jetzt mal da nach hinten. Denn da gibt es ein paar Dinge zu sehen. Einerseits haben wir hier das eine Ausziehgleister mit einer Gleissperre. Da hat es keine Oberleitung. Also Obacht. Und ich meinte, das Gleis, auf dem wir uns jetzt hier befinden, ist der TOW-Spawn. Mal kurz schauen. Ne, der ist hier, auf dem Gleis. Und man sieht es auch an den Signalen. Hier ist jetzt nicht mehr so viel Verkehr. Schon ein bisschen rostig hier. Aber wir haben noch die Oberleitung. Wir gehen jetzt aber hier noch weiter nach hinten. Zu dieser Industrie. Alter, ich höre sie von hier auch. Als ob die da hinten irgendwo drin wären. Das ist doch sowas von Trollen. Warum? Warum macht man denn das? Also ganz ehrlich. Nee. Da kannst du dich als Fahrdienstleiter nicht mal hier hinten verstecken. Du hast es einfach trotzdem hier drin. Da musst du irgendwo in die Pampa reingehen. Okay. Wir gehen hier weiter zurück bei dieser Industrie. Vermutlich Sand oder so etwas, was hier abgebaut wird und abgeliefert wird. Aber das Highlight ist das Ding hier hinten. Wir haben eine angedeutete Schmalspurbahn. Schade, kann man die nicht direkt fahren. Ist nur Zierde. Zwar frage ich mich, warum die da hier hinten überhaupt reinfährt. Vielleicht machst du es auch beim Original. Aber das ist doch mal ein richtig schönes Modell hier, oder? Wirklich cool gemacht. Sogar mit echten Fotos hier. Auf deiner hier mit einem Aldi-Sack raus. Aber sehr schönes Detail. Können wir in TD2 eine Schmalspurbahn haben? Das wäre super. Das Gleis passt natürlich nicht. Man sieht es jetzt hier unten. Aber es ist vorhanden. Ist doch mega cool. Ich glaube, davon mache ich mal einen Screenshot. Keine Ahnung. So. Interface ausblenden, Foto machen. Ehrlich. Zabytec, keine Ahnung, was das heißt. Okay, wir gehen jetzt erstmal weiter nach da hinten, denn auch da hinten hat es noch was zum Angucken. Das Gleis geht dann weiter hinten wieder auf das Gleis rein. Ja, dann kann man hier zum Abstellen nutzen oder umsetzen, wie auch immer. Wenn es eine SM ist. Oder später mal irgendeine andere Diesel-Lok. Das wäre ja nochmal schön. Und wir haben jetzt hier zwei Abstellungen. Einerseits auf der linken Seite haben wir hier ein kleines Depot ohne Oberleitung. Also da könnt ihr dann SM42 abstellen, wenn ihr wollt. Und hier rechts geht die Oberleitung noch ein bisschen rein, aber nur bis da vorne. Aber das Gleis an sich geht noch recht weit nach hinten. Ich zeige euch das gleich mal. Also hier Ende mit der Oberleitung. Oh, das könnte aber noch sportlich werden. Mit einer ET41. Ich glaube, das wird sich hier nicht ausgehen. Also nur, dass ihr das wisst, dass hier nicht sehr viel Platz ist. Ja, ich glaube, mit einer ET41 könnte es zu wenig Platz sein. Müsste man ausprobieren. Würde ich mich jetzt vielleicht nicht unbedingt trauen. Okay. Also, da das Abstellgleis. Da drin steht auch nichts. Ich habe schon nachgesehen. Ja, natürlich das nächste Easter Egg gewesen. Und dann hier dieses Ausziehgleis. Geht bis ganz nach da hinten. So, da hinten ist der Prellbock. Also da, wenn ihr witzig seid, könnt ihr entsprechend irgendwas Dickes hier deponieren. Dann wieder rausziehen oder bereitstellen. Also ein bisschen rangieren kann man. So viel mal. Moment mal. Hier hinten ist ruhig. Also hier hinten könnte man sich hinstellen. Oder da vorne.
bei der Hauptstrecke. Aber das ist auch irgendwie uncool, weil dann siehst du natürlich einen Bauernhof nicht. Also, ja, warum macht man das? Das, naja. Okay, wir gehen mal zu unserem Bahnhof hier mal wieder. Was gibt's denn hier soweit zu beachten? Ja, man muss darauf achten, dass wenn von links, von LU, hier ein Zug reinfährt und ihr schickt es denn da unten rein, dann könnt ihr den ab da nicht mehr auf das Gegengleis schicken. Das geht weichentechnisch hier nicht. Das müsst ihr bedenken. Also wenn ihr dann irgendwie schon wisst, der muss auf Gegengleis fahren, dann muss der da vorne schon nach oben fahren. Das zudem, vom Gleis 3 aus natürlich kein Problem. Und auf der linken Seite raus habt ihr das gleiche Problem. Wenn ihr da, wenn ihr vom Gegengleis einen schickt, also schicken sollte von da unten, dann müsst ihr auf Gegengleis weiterfahren. Oder ihr lasst ihn halt nach hinten manövrieren und dann nach oben. Also da achten bezüglich den Weichen, dass ihr da das im Hinterkopf habt. Ja, Fahrdienstleiter kann ich hier leider nicht machen, weil das Stellwerk gerade besetzt ist, also dauerbesetzt ist, weil es natürlich neu ist. Ich würde aber sagen, wir setzen uns mal in einen Güterzug rein von unten und fahren mal hier die Szenerie ab, damit wir das mal hier gesehen haben, was die Station so bieten hat, abgesehen von dieser Baustelle. Okay, kleiner Cut für euch und dann sehen wir uns in der Lok wieder. Södele, ich habe da mal was Schönes vorbereitet, die Uno 74E. Ich muss sagen, das ist eine schöne Lackierung. Ich glaube, mit der fahre ich vielleicht noch eine Runde. Das ist sehr gut. Die Lackierung ist echt ein bisschen untergegangen bei mir. Jedenfalls da die gelben Kollegen und ich würde sagen, wir fahren jetzt mal die Strecke ein bisschen ab. Bei dem Sauwetter. Ich habe gerade auf Automatik eingestellt. Gehen wir mal rein. Soweit ist alles ready. Ich werde mal schnell uns Fahrt geben auf einen anderen Monitor. Södele. Wunderbar. Wir haben Fahrt. Södele. Los geht's. Dann schauen wir uns mal die Strecke an bei Troll Station. Ist echt ein bisschen schade. Mit der Soundkulisse bei der Station grundsätzlich gefällt mir. Aber diese Dauerlärmbelästigung, nichts für mich. Ich muss auch gestehen, das Video entsteht hier in zwei Teilen. Ich habe die ganze Fahrt nämlich schon mal aufgenommen. Da gab es aber einen Aufnahmefehler. Jetzt ist eine Woche zwei vergangen. Und jetzt mache ich nochmal die Fahrt. Die Motivation war nicht allzu groß, hier nochmal reinzukommen bei dieser tollen Geräuschkulisse. Bei der Ausfahrt einmal dann SZ. Ich meine, von der Gestaltung her kann man ja wirklich nichts sagen. Sieht ja wirklich okay aus. Oh, ein bisschen langsam hier. Zum Gucken. Ja, ja, ich drücke ja schon. Ist halt so eine Szenerie, wo halt nicht so viel los ist, bis auf dieses kleine Dorf hier. Es hat sehr viel Landwirtschaft hier. Mit einer Landstraße da oben. Oh, darf ich nur SZ nicht verpassen? Oh, nächste Schutzweiche. Sehr gut. Okay, dann gebe ich mir mal selber SZ. Spielt bitte mal mit. Na komm. Geht doch. Okay. Dann gehen wir mal Gas hier. Von hier? Ah, da ist auch noch so die Schranke. Jo, ich drück ja schon. So, hier nochmal die Warnung. Tch.
Holz Eisäge. Ah, ist schon witzig. Aber bräuchte ich irgendwie so einen Audiofilter, dass man genau den Ton da irgendwie wegfiltern kann. Sehr gut. Und Gas geben. Man könnte sich natürlich auch eine ET-41 hinstellen. Oder zwei. Die das ein bisschen übertönen. Dann haben wir einfach das die ganze Zeit im Ohr drin. Also auch wieder viel Landwirtschaft hier. Also nicht, dass es schlecht aussieht. Schon okay. Ich muss mal ein bisschen langsamer hier unterwegs zum Gucken. Naja, unser geliebter Bahnübergang. Der wird den einen oder anderen bestimmt Freude machen. Das Pfeifen spare ich mir jetzt mal. Ist ja innen von Fanzis. Ich gehe davon aus, dass die linke Straße einfach auf die rechte raufgehen wird. Ja. Das ist ein kleines Mini-Dorf hier. Ist der Ex? Ja, da hinten war zumindest so ein kleines Schild. Oh, das. Wir sind zu schnell. Sogar so eine Art Gewächshaus hat es hier. Denke ich mal, soll es mal sein. Ist zwar offen, aber... Ah, ich glaube, das ist ein Gewächshaus. Und da vorne Magic Übergang. Nice. Ja, so groß ist es auf der Seite jetzt schon mal nicht. Es wäre wirklich schön, wenn wir auf der Seite wieder reinkommen. Ah, ne, Moment, auf der anderen Seite wieder reinkommen. Wenn man das Spiel mit uns anstellt. Le 100. Okay, wir kommen tatsächlich von der anderen Seite rein. Das ist sehr gut. Einfach gibt es auch in dem Bahnhof. Auf der anderen Seite macht es auch noch mal so ein kleines Dorf. Aber der unter den Landstraßen daherkommt. Moin! Nächster Bahnübergang. Na komm, ein bisschen schneller können wir noch fahren. Ah, sag mal, der ist unterwegs in der Stromproduktion. Ja, also grundsätzlich, ja doch, gut gelungen. Ah, da sieht man jetzt dann hinten die Industrie hier, mit den riesen Bergen da. Man sieht natürlich so nicht, was dahinter ist. Ja, man kann sich auch hier hinten irgendwo hinstellen, aber da verpasst man die ganze Action vom Bahnhof. Wenn ich jetzt noch sauber anhalten kann, ohne dass ich über Rot knallt, dann bin ich glücklich mit mir.
Prinzip, reden wir mal. Da hat man natürlich auch noch ein bisschen Platz, um irgendwelche Spaßsachen abzustellen. Auf Fanzies. Oh, da gehen wir einen Gleisweg, sehe ich gerade. Irgendwo da rein. Das ist doch der andere Seite ging. Das war der erste Durchfall gar nicht aufgefallen. Ja, könnte schon sein, dass man sagt, das wäre irgendwie hier rein. Weiß man nicht. So, da wären wir am Bahnhof. Jetzt haben wir es gesehen. Also allzu groß ist die Szenerie nicht. Nö. Weil wir hier am Bahnsteig stehen. Aber das vielleicht noch ein bisschen vorher noch. Dann sind wir bei der Baustelle. Ha! Fast perfekt. Ja, okay. Das ist unsere Trollstation. Von der Gestaltung her gut. Vom Gleisbild her auch nicht so schlecht. Kann man ein bisschen was machen. Gerade mit Güter. Das Easter Egg mit dem kleinen Zug da unten ist auch ganz nett. Ich meine, das ist ja basierend auf einer realen Station. Das mit den Baugeräuschen ist ein absolutes No-Go und ja, ich glaube, die Station wird nicht allzu oft besetzt sein. Ich garantiere euch, dass ich hier kein FDL-Livestream hier drin machen werde. Oder generell vielleicht eine größere Session, weil das geht mir zu sehr auf den Keks. Aber für einen Anfänger eine nette Station, wenn er mit der Baustelle hier klarkommt. Was? Okay. Okay. ja. Was haltet ihr von der Station? Schreibt mir doch mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Station und dann hoffentlich ohne Baustelle. Bis dahin, ich wünsche euch eine gute Fahrt. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.